Wir sind hier vor den Toren von Lodz und auch Warschau ist nicht weit. Die King Arthur ist jetzt für ein kleines Refit in der Imexis-Werf, wo unter anderem das Gilcode ausgebessert wird und das Anti-Fouling neu gemacht wird und notwendige kleinere Reparaturen durchgeführt werden. Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Nun, es ist seit Jahren hier nichts passiert, keine neuen Videos. Natürlich sind wir gesegelt, aber aus beruflichen, persönlichen Gründen konnten wir euch da leider nicht teilhaben lassen. Und das soll sich jetzt ab jetzt aber wieder ändern. Und es soll wieder neue Videos geben auf diesem Kanal. Und ein paar spannende Sachen werden wir auf jeden Fall dabei haben. Nämlich einmal bin ich gerade in Tomaszów Mazowiecki in Polen. Und zwar in der Werft, wo die Imexis 28 gebaut wird. So, einmal im heutigen Video werdet ihr ein paar Einblicke sehen, wie so ein Schiff hier gebaut wird und das, was man euch hier zeigen kann. In dem Zuge hole ich auch die King Arthur ab und werde sie wieder zurück nach Deutschland bringen, beziehungsweise nach Holland, in den Heimathafen in Roermond. Und in den nächsten Videos möchte ich euch in zwei Schritten ganz im Detail erklären, wie unsere Imexis 28 ins Wasser gelassen wird. Also wirklich Schritt für Schritt in kleinen Details, wie sowas vonstatten geht. Und dann im zweiten Schritt, wie man die Imexis 28 als Segelboot aufbaut. Das heißt, was passiert mit den Segeln, wie wird der Mast gestellt und die Wanken, was hat es damit auf sich, wie wird das alles gemacht, ohne dass man einen Kran oder irgendwie Hilfe hat, sondern eben mit den bordeigenen Mitteln. Ja, die Imexis Werft ist keine große Yachtfabrik, sondern eine kleine Manufaktur, die aus der Firma Odin hervorgegangen ist. Es werden in der Regel nur ein, maximal zwei Boote zur selben Zeit gebaut. Und hier sind wir schon in der Halle, wo die Formen lagern und auch die King Arthur gerade auslieferungsbereit nach dem Refit zur Abholung bereitsteht. Neben der Imexis 28 produziert die Imexis Yachtswerft auch eine 34 Fuß Decksalon-Yacht sowie eine 37 Fuß Decksalon-Yacht. Der Verkaufsschlager ist allerdings die Imexis 28, die als Powerseller fungiert und Motoren bis 150 PS vertragen kann. Hier auf der Seite liegt nicht etwa ein altes Boot, ein Boot, was nicht fertiggestellt wurde. Nein, das hier ist die Form der beliebten Imexis 28. 8,50 Meter lang und 2,55 Meter breit. Weiter im Hintergrund sehen wir die Form der Innenschale. Dort ist gut zu erkennen, in der Mitte der Ausschnitt des Schwenkkiels, der 55 Kilo wiegt. Und im Heckbereich die Serviceluken für Kabellage und so weiter. Die Form liegt jetzt hier upside down auf dem Kopf sozusagen. Man sieht die weißen Ausschnitte wunderbar, wo die ganzen Luken und Staufächer vorhanden sind. Ein Boot in Bau kann ich euch jetzt wirklich nicht präsentieren, da dieses Boot hier beinahe fertig ist und kurz vor der Auslieferung steht. Und wie ich ja sagte, baut die Imexis Werft in der Regel nur ein Boot zu einer Zeit. Hier aktuell mit Bugstrahlruder, das immer häufiger geordert wird. Auch die Ruderanlage ist schon fast fertig montiert, die ganze Mechanik ist schon da, gekoppelt mit dem Motor an zwei Doppelrudern. Auch das Flexitik ist schon aufgeklebt und ist jetzt hier abgedeckt. Man sieht die Bedienung für das Bugstrahlruder
Und auch der Innenausbau geht hier gerade vonstatten und ist beinahe fertiggestellt. Wir sehen die große Pantry mit dem sehr großen Kühlschrank und die Heckkoje. Hier sehen wir einen Teil der Dachschale laminiert wird. Zwei Personen laminieren hier wirklich Lage für Lage den Bereich um das Schiebelug. Ja, gut, dass ihr das hier nicht riechen könnt, das stinkt gewaltig. Aber in sorgfältiger Handarbeit wird hier Lage für Lage laminiert. Und so sieht das Ganze mit frischem Gelcoat aus, der jetzt aushärten muss. Auch die Holzarbeiten werden bei Imexus Yachts in eigenen Werkstätten gemacht, mit Bootsbauschreinern. Hier zum Beispiel sehen wir einen Cockpit-Tisch, der gerade eben fertiggestellt wird, in einer tollen Holzarbeit, die mich wirklich begeistert. Mit alten Maschinen, aber in sehr guter Qualität. Und auch eine Metallbauwerkstatt ist hier vorhanden, die allerdings gerade nichts zu tun hat, weil ja das aktuelle Schiff schon annähernd fertiggestellt und kurz vor der Auslieferung ist. Ausgeliefert wird jetzt auch unsere King Arthur und ihr seht, wie sie auf den Trailer geladen wird und dann geht's ab in die Heimat. So, das war's jetzt hier bei Imexus Yachts und der Trailer steht schon drunter, oder beziehungsweise das Boot liegt schon auf dem Trailer. Und jetzt geht's ab nach Hause, erstmal nach Düsseldorf und dann nach Roermond in den Heimathafen von King Arthur, der Imexus 28. In der nächsten Folge erwartet euch Slippen unter erschwerten Bedingungen. Bei Wind, bei etwas Hochwasser und das Ganze einhand. Viel Spaß, wir sehen uns in den Niederlanden.